Der BBW Adventskalender, der Poho Podcast. Türchen 4. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dass die Kleinsten unter uns die größten Gedanken haben können, hören wir heute. Wir haben Hanna, 6, und Jakob, 10 Jahre alt, Fragen rund um Weihnachten gestellt. Seid also gespannt, was dabei rauskam. Viel Spaß! Hallo Jakob, hallo Hanna. Ich stelle euch jetzt ein paar Fragen und wir sind alle sehr gespannt darauf, was ihr darauf antworten werdet. Also die erste Frage geht an Hanna. Hanna, warum feiern wir Weihnachten? Eine Geschichte. Weihnachten ist ja wichtig. Weihnachten ist eine Geschichte? Ja. Und Jakob, was sagst du? Warum feiern wir Weihnachten? Weil Jesus am 24. Dezember geboren wurde. Hanna hat noch eine Idee, warum wir Weihnachten feiern? Ich hatte jetzt noch die gleiche Idee mit Jesus. Also du sagst auch Jesus. Ja. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus geboren ist. Sehr gut. So, die zweite Frage. Hanna fängt an. Wie schafft es der Weihnachtsmann in nur einer Nacht, alle Kinder auf der ganzen Welt zu beschenken? Hast du eine Idee, wie er das macht? Mit Zauberei. Mit Zauberei? Ja. Ganz einfach. Hm? Und Jakob, was sagst du? Ja, also... ich glaube jetzt wirklich nicht daran, aber wenn ich mal so sagen würde, dann er ist einfach Flash. Er ist Flash, der Weihnachtsmann ist Flash. Sehr schön. Okay, die dritte Frage. Welche besonderen Eigenschaften braucht man, um Weihnachtsmann zu sein? Da braucht man erstmal so einen weißen Bart und der muss wissen, wie man... wo der wohnt. Und du, Jakob, was sagst du? Welche besonderen Eigenschaften braucht man, wenn man Weihnachtsmann sein möchte? Man muss Flash sein. Dann ist man zu langsam. Muss nett sein. Und man muss Hitze austragen. Ja, weil er ja auch immer in Kamine springt. Man muss hitzeresistent sein. Ja, wie ein Zelda. Okay, dann kommt jetzt hier die vierte Frage. Was glaubt ihr denn, wie alt ist denn der Weihnachtsmann? Also ich glaube, der ist so 35. 35? So alt wie ich? Ja. Ah, okay. Und Jakob, was sagst du? Also ich glaube ja nicht, aber ich würde ungefähr 'Jesus geboren. Auf jeden Fall, ein paar Jahre ist er schon, so vielleicht 1 Million, vielleicht 100 oder 200 Jahre alt, weil es gab ja auch schon früher Weihnachten, deswegen. Also keine Million. Also, kommt drauf an, aber wann Weihnachten so ungefähr gemacht wurde, aber dann denke ich vielleicht so 1 Million Jahre. Der Weihnachtsmann ist 1 Million Jahre. Also wir haben ja eine Zeitspanne zwischen 35 und 1 Million Jahre. Irgendwas dazwischen wird es sein. Sehr schön. Warum nimmt der Weihnachtsmann Rentiere und keinen LKW? Weil man muss auch fliegen, weil das auch manche sehen und da die muss man überqueren. Und mit einem LKW... sonst bricht man da rein. Aber mit Rentiere, ja. Und Rentiere nehmen Feenstaub. Und Jakob, was sagst du? Warum die Rentiere und kein LKW? Weil Rentiere einfach cool sind. Und, also wenn man sie richtig trainiert, kann sie halt starke Sachen schleppen. Und ja. Was glaubt ihr denn? Hat der Weihnachtsmann eine Frau? Ja. Ich glaube schon, weil ich habe schon so
Weihnachtsfilme schaut, der hatte eine Frau. Ich glaube nicht, sonst würde er sich halt mit der Frau halt am Weihnachten, eher gesagt, nicht die Geschenke verteilen, sondern eher gesagt mit ihrer Frau feiern. Deswegen. Also du denkst, der Weihnachtsmann ist ein Junggeselle? Ja. Alles klar. Der lebt mit seinen Elfen. Welche Tiere könntet ihr euch anstelle von Rentieren vorstellen, die den Schlitten fahren? Ich glaube so Pferde. Du hättest gerne Pferde? Ja. Und du? Würde zwar unrealistisch sein, aber ich habe irgendwie drei Vorstellungen, die cool wären. Zum Beispiel Elefanten, das sind einfach geile Trampeltiere. Als nächstes kleiner Bär. Und als drittes wäre auch mega geil, dann wäre es halt auch schnell für den Weihnachtsmann, Geparde. So, die letzte Frage. Was wünschst du dir vom Weihnachtsmann? Einmal ein Buch, wo man lesen kann. Und noch, ja, noch ein kleines Kuscheltier von irgendein Pokémon und noch man kann auch, jetzt ist so ein neues Spiel, da sind neue Pokémon, also woanders, wo Evoli einen riesen Kristall auf dem Kopf hat. Ja, und so ein Spiel gibt's jetzt und das will ich unbedingt haben. Das wünschst du dir vom Weihnachtsmann? Ja. Na, vielleicht hört er das ja. Eigentlich, und ich will noch mehr, aber dann dauert das noch zu lange. Ich bin ja so der Gaming-Junge. Also ich wünsche mir für die Switch, weil die anderen Konsolen kaputt sind, wünsche ich mir die neuen Konsolen, die man ranmachen kann, in Grau. Und dann würde ich mir nochmal vielleicht als kleine Verzögerung das neue Zelda-Spiel. Und dann würde ich auf jeden Fall ein Ticket für Go-Kart und dann noch die letzte Sache wäre sehr geil, wo halt viele YouTuber in einem Ort sind, dann kann ich endlich meine YouTuber treffen und die anderen Sachen überlege ich mir noch. Als letztes habe ich noch ein kleines Spiel vorbereitet für euch und die Zuhörer. Ich gebe euch jetzt ganz leise einen Begriff, ihr versucht so gut es geht diesen zu beschreiben. Und die Zuhörer müssen versuchen, ihn zu erraten. Hier kommt Begriff Nummer 1. Also das ist sehr viel Schnee, aber da wohnen auch Pinguine und Eisbären, weil das dann nochmal in der Antarktis, ganz unten, und da leben die Eisbären. Weiß, kalt und schön. Hier kommt der zweite Begriff. Das sind so kleine Mandeln, die sind verbrannt. Hier kommt Begriff Nummer 3. Viele Kerzen. Und da sind so Weihnachtsmann so Schmuck wie, ja, 5 Kerzen. 5 Kerzen oder so. 4 Kerzen und da sind so Sachen. Vier Kerzen und dann noch mit grünem Zeug, sagen wir. Ja, so. Und noch und so Eicheln und so. Und dann vielleicht noch Figuren von Elfen oder so. Oder Kastanie, das wäre auch cool. Das haben wir. Und hier kommt der vierte Begriff. Der rote Nase. Der hat eine rote Nase, ist der Anführer von die anderen. Anderen, oder immer wie das heißt, die anderen. Und das sind, ja, Tiere.
Super, das war es auch schon von uns. Ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt. Das war ganz toll. Und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Tschüss. Das war ja süß. Ihr habt auch Freude daran, euch mit Kindern zu unterhalten und mit ihnen über Gott und die Welt zu philosophieren? Dann werdet Erzieher oder Erzieherin. Lernt in unseren BBW Privatschulen das Handwerkzeug dazu. In modern ausgestatteten Räumen und abwechslungsreichen Profilkursen in Gebärdensprache, Impro-Theater, junge Tüftler und vielen mehr. Besucht uns auf www.bbw-berufliche-schulen.de. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns auf morgen. Bye, bye.